liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Dienstagabend. Ich wünsche Ihnen ja erstmal noch einen schönen Restreformationstag und für alle anderen ja ein gruseliges Halloween. Bevor wir nun in unsere Sendung voll einsteigen, hier erstmal die Nachrichten kurz und knapp von uns für Sie zusammengefasst, das Ganze in unseren Kurzmeldungen der Woche. Zwei Jahrzehnte Pontekühe e.V. galt es am 27. Oktober zu feiern. Natürlich mit einem kleinen Festprogramm und vielen Gästen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Wir sind natürlich sehr froh, dass es den Verein schon so lange gibt, dass die Kinderzahlen mittlerweile wieder echt steigen, dass es sehr viele Kinder sind, die daran teilnehmen, dass die Kinder so viele Erfolge haben und dass wir uns immer mehr vergrößern konnten, dass wir den Therapiegarten einweihen konnten und rückblickend für die letzten 20 Jahre eine sehr, sehr positive Bilanz. Wir sprachen auch mit Mike Malgut, Teilhabemanager des Burgenlandkreises, und kommen in der nächsten Sendung auf dieses Thema zurück. In der Kirche St. Trinitatis des Weißenpfälzer Schlosses wurde am 28. Oktober feierlich die Ausstellung Heimat im Krieg 1914-1918 Spurensuche in Sachsen-Anhalt eröffnet. Als Gäste und Redner waren unter anderem Landtagspräsidentin Gabriele Bragebusch und Landesgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt Jürgen Leindecker vor Ort. Das ist eine Ausstellung, die als Verbundprojekt in Sachsen-Anhalt entstanden ist. Als Wanderausstellung in mehr als 18 Museen wird die gezeigt, ist ab heute bei uns zu sehen. Es geht um den Ersten Weltkrieg in Sachsen-Anhalt, und bei uns haben wir die Ausstellung noch mal ein bisschen erweitert zum Thema Weißenfels im Ersten Weltkrieg. Weißenfels war Lazarettstadt seit 1807 und ist im Grunde, wenn Sie so wollen, heute noch Lazarettstadt durch die Kaserne und das Sanitätsregiment, das hier stationiert ist. Und deswegen haben wir uns dann mit unserem Ausstellungsteil noch mal fokussiert auf das Sanitäts- und Lazarettwesen in Weißenfels. Aktuell wird weltweit wieder mit den Säbeln gerasselt. Das Thema Krieg möchten viele so weit wie möglich wegschieben. Krieg nervt alle Menschen, deswegen sollten wir uns auch damit befassen, damit eben kein Krieg mehr ausbricht. Deswegen zeigen wir natürlich auch die Geschichte der Kriege, und das lohnt sich auf jeden Fall, sich damit zu beschäftigen, weil wir auch insbesondere zeigen, was das für Konsequenzen für die Bevölkerung zu Hause hatte. Also es geht nicht unbedingt an den Soldaten an der Front nur, sondern es geht auch darum, dass die Menschen dann zu Hause weniger Nahrungsmittel zur Verfügung hatten, um die Frage, wie sind die damit umgegangen? Und wenn hier Krieg ausbricht, kann uns das alle wieder treffen. Die Ausstellung kann bis zum 4. Februar 2018 im Museum des Schloss Neu-Augustusburg Weißenfels besichtigt werden. Mit dem heutigen Reformationstag endet nun auch das diesjährige Jubiläum, 500 Jahre Reformation. Zu verdanken haben wir den Tag Martin Luther. Der Vater der Reformation hat so einiges in Bewegung gebracht. Meine Kollegin Marie-Louise Luther hat nicht nur den gleichen Nachnamen, sie ist auch eine direkte Nachfahrin von Jakob Luther, dem Bruder Martins. Sie begab sich mal auf Spurensuche, und hat mal geschaut in der Familiengeschichte. 2017. Das Lutherjahr. Wenn man die Menschen in Sachsen-Anhalt nach Martin Luther fragt, sagen sie: Ja, natürlich, ich kenne Martin Luther. Aber wer kennt Martin Luther wirklich? Mein Name ist Marie-Louise Luther und ich bin in 17. Generation mit dem Reformator verwandt. Doch selbst für mich ist Martin Luther mehr eine historische Figur als ein echter Mensch mit all seinen Ecken und Kanten. Genau deswegen möchte ich mehr über meinen Vorfahren herausfinden und erforschen, ob es über solch lange Zeit Parallelen zu mir gibt. Meine Reise beginne ich in der Lutherstadt Wittenberg. Am 31. Oktober 1517 veröffentlichte Luther hier seine 95 Thesen, wieder den Ablassmissbrauch, und setzte auf diese Weise die Reformation in Gang.
Die Schlosskirche, wir stehen ja jetzt unmittelbar davor, hat mit dieser Thesentür das frühere Haupteingangsportal der Universitätskirche besessen. Und wenn man eine Disputation, also einen wissenschaftlichen Streit oder einen wissenschaftlichen Disput an der Universität hervorrufen wollte oder durchführen wollte, dann hat man Thesen formuliert, die man dann hier an der Tür veröffentlicht hat. Es ist also durchaus übliche Praxis gewesen, solche Disputationen zu veröffentlichen. Eine Frage, die mich auf meiner Reise immer wieder umtreibt, ist die: Wie war der Mensch Luther? War er ein netter Kerl? Und was beschäftigte diesen berühmten Mann im Inneren? Ich zitiere einfach mal, Luther hat mal gesagt, ich habe die Bäume gefällt und mein Freund Melanchthon wird sie hobeln. Ich glaube, da wird ganz gut deutlich, wie Luther sich selber sah. Also durchaus der Mann der Tat, der eben auch mal gegen Widerstände Bäume fällte, ja, also auch Dogmen angriff, der, man weiß, auch aus seiner mönchischen Zeit oft sehr niedergeschlagen war, der immer auf der Suche nach seinem Gott viel an sich selbst gezweifelt hat, also auch ein wirklich, der sich auch kasteit hat. Also das sind sicherlich Charakterzüge, die uns heute eher auch ein bisschen fremd sind, gerade im protestantischen Raum. Martin Luther, ein Mensch, der nicht seinen Gott in Frage stellte, jedoch den Umgang mit ihm. Ich selbst fühle mich eigentlich sehr wohl in dieser Gesellschaft. Vielleicht sogar dank meines Uronkels? Ich besuche den Naumburger Dom. Hier glaube ich, mehr über Luthers Wirken zu erfahren, und zwar sein Wirken auf die Menschen und die Gesellschaft, die er verändert hat. Er war hier am 20. Januar 1542, ein ganz großer Tag für Naumburg. Er hat hier den Gottesdienst geführt, der uns Nikolaus von Amsdorf zum ersten evangelischen Bischof der Welt gemacht hat. Entgegen dem Willen derer, die eigentlich über das Amt des Bischofs entscheiden, gegen das Domkapitel, gegen den Papst, gegen den Kaiser. Es ist ein Gottesdienst, der vom, oder ich sage mal, eine Entscheidung, die vom Kurfürsten gefällt wurde, der hier den evangelischen Bischof bringen wollte. Ich denke, die Leute von der Ratsstadt haben das erstmal positiv gesehen, wobei sie durchaus zu befürchten hatten, dass das katholische Domkapitel, das auch eine landesherrschaftliche Instanz war, dagegen vorgehen wird. Es war eine Zeit von unsicheren Verhältnissen. Nachdem Luther also die Thesen in Wittenberg öffentlich gemacht hat, begann sich in Naumburg das Evangelische als Institution zu formen. Doch warum erfuhr Luther nicht von Anfang an vollkommene Unterstützung aus Naumburg? Das Ereignis von Amsdorf als Bischof ist der zweite Besuch, 21 Jahre zuvor. 1521 kam Luther hier schon mal vorbei. Da war er auf dem Weg zum Reichstag in Worms. Und da wurde er noch nicht allzu euphorisch begrüßt, denn die Naumburger hatten gerade noch dem Tetzel den Ablassbrief abgekauft und waren dann sehr brüskiert, nun den Mann vor sich zu haben, der sie dafür kritisiert. Meine letzte Station wird die Lutherstadt Eisleben, der Geburts- und Sterbeort Luthers könnte mir ein weiteres Puzzleteil zu meinen Vorfahren liefern. Was hielten Luthers Eltern von dem System? Hatten sie bereits Zweifel? Also Sie müssen davon ausgehen, dass 100% der Bevölkerung damals sehr kirchengläubig gewesen ist. Man galt als aussätzig, wenn man nicht zum Kirchengang am Sonntag zum Beispiel ging. Also es waren sehr gläubige Menschen, die vom Intellekt her auch selber nie die Idee gehabt hätten, irgendetwas an der katholischen Kirche verändern zu wollen. Dem jungen Martin wurde die Reformation demnach nicht in die Wiege gelegt. Welche Eigenschaften machten ihn aus, wenn er es schaffte, sich einem solchen System zu widersetzen? Er widerspricht dem Wunsch des Vaters, Jurist zu werden. Das heißt also aufgeweckt, nicht unbedingt hörig, sondern doch seinen eigenen Kopf so durchsetzen, was sich dann übrigens auch über seine Lebensjahre dann auch weiter so fortgesetzt hat. Also er war ein sehr machtbewusster Mensch, karrierebewusst.
im Rang eines Augustiner Eremiten wird er doch Distriktvikar, was eine sehr hohe Stellung in diesem Orden doch einnimmt. Und auch später sagt man ihm nach, er wäre doch, wenn er eine Meinung hat, doch sehr schlecht von dieser Meinung abzubringen. Ich glaube aber, wenn man so etwas umsetzt wie Luther die Reformation, dann muss man einfach solche Charaktereigenschaften haben, dass man also auch sehr störrisch, teilweise sogar cholerisch ist. Das ist von Luther doch durchaus bekannt, dass er in Wittenberg doch immer wieder das Wort ergriffen hat und seine eigene Meinung durchgesetzt hat, ohne andere Meinungen zu tolerieren. Zielstrebig, stur, cholerisch. So wurde mir Martin Luther im Laufe meiner Reise beschrieben. Es erschreckt mich etwas, dass genau diese Eigenschaften auf mich zutreffen. Wir beide lieben unsere Familie, kämpfen für unsere Meinung und sind auch durchaus in diese vernarrt. Am Ende kann ich sagen, obwohl er vor 500 Jahren lebte, habe ich mich meinem Uronkel noch nie so nah gefühlt. Martin Luther ist nicht mehr nur eine Figur aus Erzählungen und Büchern, sondern ein echter Mensch mit Ecken und Kanten. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Brühl Cinema, Ihr Kino im Herzen von Zeitz. Mit neuen Angeboten und aktuellen Blockbustern. Großes Kino zum kleinen Preis. Ihr Brühl Cinema. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz. Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Auch das erste Novemberwochenende hält für Sie einige Termine parat. Etwas kunstgefällig, dann sehen Sie bei den Weißenfelser Theatertagen genau richtig. Los geht's am 3. November. Weitere Anregungen, die haben wir jetzt für Sie in unseren Veranstaltungstipps. Im Leislinger Einkaufszentrum Schöne Aussicht steht am Sonntag, den 5. November um 14 Uhr die Vorentscheidung zur Wahl der Miss und Mister Sachsen-Anhalt 2017 auf dem Programm. Die Wahl findet in drei Durchgängen statt. Im ersten Durchgang gibt es eine Präsentation in Abendmode sowie ein Kurzinterview. Im zweiten Durchgang werden die Damen in Bademoden auftreten und im dritten Durchgang wird der Sieger gekürt. Neben der Misswahl können alle Besucher des Einkaufszentrums beim Sonntagsshopping von 13 bis 18 Uhr durch die Geschäfte stöbern. Ist die Weinlese beendet, wird in der Freiburger Winzervereinigung gefeiert. Und das können Sie am Samstag, den 4. November.
Mit zahlreichen regionalen Erzeugern, saisonalen Produkten, hauseigenem Federweisen, stimmungsvoller Musik und stündlichen Kellerführungen von 13 bis 15 Uhr. Um 13 Uhr findet zudem der traditionelle Erntedankgottesdienst statt. Beginn ist um 11 Uhr. Am Samstag, den 4. November, kommt im Rahmen der Weißenfelser Theatertage das Musical Fletch – Saturday Bite Fever vom Verein Kulturphönix e.V. im Trofa-Club in der Tagewerbener Straße zur Aufführung. Die Geschichte ist kurz erzählt. Der Versicherungsangestellte Stanley ist ein eher langweiliger Typ und ebenso leidenschaftlich wie hoffnungslos in seine Sekretärin Daisy verliebt. So lange, bis er von der Werwölfin Esther gebissen wird und sich fortan nun selbst in einen Werwolf verwandelt. Mit allem Pipapo, Haare auf der Brust, ordentlich Muskeln und ein ansehnliches Selbstbewusstsein. Wen wundert's, dass mit einem Mal auch Daisys Interesse an ihm erwacht? Doch, Stanley hat die Rechnung ohne seinen Vater gemacht. Aber sehen Sie selbst, Beginn ist um 19 Uhr. Vor 300 Jahren wurde in London die erste Freimaurer-Großloge gegründet. Sie verfolgt das Ziel der Hebung und Förderung des sittlichen Lebens. Bedeutende Persönlichkeiten zählten zu den Logenmitgliedern. Sie prägten Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur. Welche Aktivitäten von Freimaurerei finden sich im Saale-Unstrut-Gebiet, speziell in Naumburg, Weißenfels und in Freiburg? Da in der Freimaurerei die Verschwiegenheitspflicht gilt, zählt sie zu den Geheimgesellschaften, denen man von Anfang an dunkle Machenschaften oder Verschwörungen anlastete. Die Ausstellung auf Schloss Neuenburg soll daher ein Beitrag zur Aufklärung sein. Reisen Sie am Sonntag, den 5. November, in einer szenischen Kostümführung in die Zeit der Reformation. Nicht nur Nonnen und Prediger, auch andere geschwätzige Bewohner des kleinen Landstädtchens erzählen auf unterhaltsame Weise über das Leben in Weißenfels. So durften sich die Weißenfelser lange nicht offen zu ihrem evangelischen Glauben bekennen. Der Landesherr Georg von Sachsen und die Äbtissin des Weißenfelser Klosters St. Klaren, Euphemia von Plausnick, waren heftige Gegner der Reformation. Erst 1539 wurde die erste evangelische Predigt in Weißenfels gehalten. War Luther in Weißenfels? Hatte Katharina von Bora Verwandte in Schkottleben? Was wurde nach der Reformation aus der Äbtissin und den Karland-Brüdern? Diese und andere Fragen der Geschichte geht die Truppe Tempus Saltus zu Wietzenfels auf den Grund. Tauchen Sie mit dem Weißenfelser Gästeführer e.V. in das 16. Jahrhundert ein. Beginn ist um 14 Uhr am Stadtpark Weißenfels. Der Reformationstag ist ja nur der eine Aspekt. Über den großen Teich schwappte die Welle des Halloweens. Gruseln und Naschen in Kombination, die man hier eigentlich meist mit dem Märchen Hänsel und Gretel in Verbindung bringt. Zwei Kinder verirren sich im dunklen Wald, ja, und stoßen auf das Pfefferkuchenhaus der bösen Hexe. Tja, und um Hexen und Aberglauben, da geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Wenn die Zeiten unruhiger werden, wenn die Zukunft unsicher scheint, dann versuchen Menschen nicht selten herauszufinden, was das Schicksal für sie bereithalten könnte. Das ist kein Phänomen der Neuzeit, wie man im Oktober in Würschwitz erfahren konnte. Wir haben heute wieder mal eine Wanderung in der Blumenmühle gemacht. Diesmal Thema Hexerei, Aberglaube, Kartenleger, Hellseher in der Richtung. Also zurzeit ist das Thema ja sehr gefragt. Ich mache zurzeit gerade Broschüren über dieses Thema, habe verschiedene Wahrsager, die noch leben, schon befragt, was sie dabei spüren, wie sie es machen, wie sie es geerbt haben. Es ist ja bei so einer Kunst. Das nennt sich ja das siebte Buch Moses, die Fähigkeit, die man hat. Das ist kein Buch, sondern die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen. Und das gibt es ja schon seit dem frühen Mittelalter in unserer Region. Seit die Pest praktisch nach Europa kam, gibt es intensiv Wahrsager, Hellseher und Kartenleger, beziehungsweise auch Feder- und Knochenleger, die dann die Zukunft rausgelesen haben und die natürlich Menschen ihr Leben praktisch voraussagen sollten, möglichst positiv. Das klappte nicht immer, so wurde manchen Wahrsagern ein schnelles Ende gemacht, wenn die Vorhersagung nicht positiv genug ausgefallen war.
Die erste Station war praktisch das Gesindehaus von der Blumenauer Mühle. Dort lebte auch ein gewisser Knecht Hans Bayer und dieser hatte auch übernatürliche Kräfte und hat den Leuten auch das Leben vorausgesagt und manche bösen Sachen da praktisch mit einwirken lassen, worauf die Leute dann öfters gekommen sind, denn diese Voraussagungen, die waren meistens bloß vor 2 Jahren veranschlagt. Und nach 2 Jahren sind die dann pünktlich auch gekommen und haben denen auch meistens einen Karnickel oder sowas gebracht oder eine Ente und haben dann gehofft, dass endlich mal was Positives kommt. Die haben dem vieles schon auf die Zunge gelegt und das hat er meistens den Leuten dann auch gedeutet. Hatten natürlich auch Angst gemacht, dass die Pestwelle wieder am Anrücken ist oder dass wieder kriegerisches Volk hierher kommt. Es war ja während des 30-jährigen Krieges, er lebte ja so um 1630 hier in der Region. Und hat gewirkt. Und da kamen ja alle paar Monate wieder einmal kaiserliche Truppen, schwedische Truppen, dann kursächsische Truppen, also die eigenen Truppen eigentlich. Aber wenn die hungrig waren, haben die auch geplündert und gewütet, manchmal schlimmer als der Feind. Und die Leute wollten sich ein bisschen darauf ausstellen, was die nächsten Monate sie erwartet. Und da hat er die tollsten Sachen manchmal vorausgesagt. Und er hat ja ein sittenloses Leben geführt, hat zur damaligen Zeit sich der fleischlichen Gelüste oft hingegeben und hat auch einige Jungfrauen beglückt und geschwängert. Das musste er dann in der Kirche durch Vorknien und Fürbitten dann praktisch wieder wettmachen. Und er hat ja dann auch viel der Kirche gestiftet, damit diese Freveltaten gesühnt waren. Ja, da gab es viele Hänschen in unserer Region. Nicht nur kriegerische Auseinandersetzungen sorgten für Besucher, auch, wie man früher sagte, Zigeuner zogen durch die Lande. Teils willkommen, teils mit Misstrauen. Die durften ja nicht im Ort ihr Lager aufschlagen, sondern außerhalb des Ortes und die haben viel am Birkenholz bzw. auch im benachbarten Zigeunerholz kampiert. Die waren auf der einen Seite waren sie als Handwerker gern gesehen, als Kesselflicker und Scherenschleifer. Teilweise haben die auch Besen gebunden und so. Und nebenbei haben sich viele auch dann von der Zigeunerin dann die Zukunft voraussagen lassen. Zigeuner waren sehr abergläubig und auch fromm, muss man dazu sagen. Also die haben sich auch in der Kirche trauen lassen. Bildung war damals noch nicht das große Thema, Landwirtschaft der Broterwerb. Neuerungen gingen an Würschwitz aber nicht vorbei und wurden mit einem Denkmal bedacht. Das ist unser Landwirtschaftsreformator Johann Christian Schubert, Edler von Kleefeld. Der hat in den Jahren 1771 bis 1787 in Würschwitz gewirkt als Landwirtschaftsreformer, hat hier die Stallfütterung eingeführt und vor allem den Kleeanbau gefördert. Und die Stallfütterung hat er auch bei seinen zahlreichen Reisen entdeckt und hat mitgekriegt, Tiere, die nicht so viel unterwegs sind, geben mehr Milch und setzen noch mehr Fett an. Denn damals ein Mastochse hat ungefähr 1,5 Zentner gewogen. Also da wiegt heutzutage ein Schlachtschwein mehr. Und dadurch sind natürlich auch viele Hirten, die zuvor die Kühe der Bauern ausgetrieben haben durch die Wälder und über die Felder und die Wiesen, die sind dann arbeitslos geworden durch die Stallfütterung, die hier eingeführt wurde. Und die haben natürlich dann auch viel Sabotageakte gemacht, haben Strohfeimel und Kleefeimel angebrannt, um sich da bei den Schuberts zu rächen. Mit Wahrsagerei konnte man damals auch sehr erfolgreich sein. Der bekannteste ist Maltuffels Pauline, wie die gute Frau mit dem Familiennamen genau heißt, habe ich bis jetzt noch nicht ergründet, zumindest sie hieß Pauline. Und die hat als letzte Bewohnerin das Würschwitzer Hirtenhaus bzw. das Armhaus bewohnt und ist dort auch verstorben. Und nachdem sie verstorben war, wurde sie praktisch auf Kosten der Gemeinde begraben. Und als man dann ihr Strohlager durchsucht hatte, genauer, hat man festgestellt, dass die arme Frau gar nicht so arm war, sondern dass die jede Menge Taler im Laufe ihres Lebens durch ihre Hellseherei gehortet hatte und dass sie eigentlich recht wohlhabend war, aber als arme Frau immer begleitet durchs Dorf lief. Wer ebenfalls durch das Dorf Würschwitz, aber auch Lobas laufen möchte, am 5. November um 13 Uhr gibt es wieder die Möglichkeit, Glückswasser an den Märchenlöchern zu schöpfen. Das hat auch schon zu einem Lottogewinn geführt, glaubt zumindest die Glückswasserschöpferin. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theißen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theißen, Weißenfelser Straße 6 in Theißen.
Günstige Mieten, moderne Wohnungen, eine große Auswahl und sicheres Wohnen. Diese vier Eckpfeiler sind das Fundament, auf das die Wohnungsbaugenossenschaft in Weißenfels baut. Mit über 2300 Wohnungen an insgesamt 9 Standorten in der Saalestadt sollte für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Sei es nun zum Beispiel im Wohngebiet Weißenfels Süd in der Marienstraße oder altersgerechtes Wohnen am Kugelberg. Die WBG ist ein Garant für modernes und angenehmes Wohnen, ganz im Sinne ihres Mottos: Wohlfühlen und sicher wohnen. Kommen wir nun, liebe Zuschauer, zum Sportblick vom Wochenende. Da heult jetzt der Wolf, denn der MPC hatte am Wochenende wieder ein Heimspiel. Diesmal war die Mannschaft aus Göttingen im Wolfsbau zu Gast. Der Sport im BLK-TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. Kein Geschenk zu Halloween gab es am vergangenen Samstagabend für die Fans des mitteldeutschen Basketballclubs. Vor 2400 Zuschauern empfingen die Wölfe aus dem Nachbarbundesland die BG Göttingen zum vierten Heimspiel der Saison. Das Team von Coach Roy Akers besiegte nach 40 Minuten knapp, aber verdient den MBC mit 84-89. Nachdem man zuletzt die Hamsentruppe aus Jena geschlagen hatte, strotzten die Veilchen nur so vor Selbstvertrauen. Bereits eine Minute nach Tip-Off standen 5 Punkte auf der Habenseite der Göttinger. Der MBC wirkte nicht 100% eingestellt auf die Partie. Schlechte Würfe von außen und eine Verteidigung, die nicht immer mit der Göttinger Offense klarkam, bestimmten das Spiel. So verliefen die Viertel in Wellenform. Das erste Viertel endete knapp mit 23-26 und den Gesichtszügen von Wölfe-Coach Jovovic konnte man entnehmen, dass er so gar nicht mit der Leistung seiner Mannschaft einverstanden ist. So endete das zweite Viertel wie das erste mit einem Rückstand zum nunmehr 39-46. Aber die Gardinenpredigt des MBC-Coach in der Halbzeit schien zu wirken. 4 Minuten nach Viertelstart, 50-50, der erste Gleichstand. Sofort waren die Fans als sechster Mann da und Göttingen erschien nervöser. Aber das Momentum konnte der MBC nicht für sich nutzen. Knapp mit 60-63 ging es ins Schlussviertel. Mittlerweile kennt man die Leidenschaft des MBC für knappe Spiele. Es sah wieder danach aus. Nach 20 Sekunden wieder Gleichstand zum 63-63. Die Veilchen wollten den Sieg. Der MBC war nicht konsequent in seiner Spielweise. Und damit gehen 2 Punkte nach Göttingen. Das nächste Spiel des MBC findet am kommenden Sonnabend in Gießen statt. Bleiben wir noch beim Sport, ja, und schauen auf die Ergebnisse. Wer hat denn wie gegen wen gespielt? Das erfahren Sie jetzt hier in unserem Sportblick. Am Samstag begrüßten die Mannen des SV Blau-Weiß-Zobau die Mannschaft aus Elster. Die 12 Platzierten kamen als Außenseiter nach Zobau und wurden ihrer Rolle gerecht. Mit einem klaren 5:0-Sieg schickten die Zobauer sie wieder nach Hause. Damit bauten die Blau-Weißen ihren Punktestand aus und bleiben auf Platz 1. In der Landesliga standen sich der SV Bronz Petra und der 1. FC Weißenfels gegenüber. Auch hier war das Ergebnis nach 90 Minuten klar und deutlich. 1:6 für die Saalestädter. Auch die Begegnung des SC Naumburg mit der Mannschaft aus Köthen verlief für die Domstädter erfreulich. 5:2 für Naumburg. Damit bleibt Naumburg auf Platz 5 und Köthen rutscht einen Rang hinunter auf Platz 8. In der Landesliga reiste SV Großgrimma nach Güntersdorf und hatte damit den Tabellenspitzenreiter als Gegner. Am Ende hieß es 3:1 für Güntersdorf. Der BSC 99 Laucha hatte die Mannen von Rot-Weiß Weißenfels zu Gast und die Partie verlief unentschieden. Der 1. FC Zeitz war als Gast bei der SG Buna Halle Neustadt. Sie überzeugten dort mit Leistung und fuhren mit einem 2:4-Sieg wieder nach Hause. Die zweite Mannschaft des FC Weißenfels verlor am Samstag gegen den SV Eintracht Gröbers mit 0:3 und die Freiburger schickten den SV Sporer mit einem 1:0 nach Hause. In der Handball-Oberliga der Männer unterlag der HC Burgenland am Samstag erneut. Die HG 85 Köthen hatte einfach bessere Argumente
und holte am Ende den Sieg mit 36 zu 28 nach Hause. Köthen bleibt weiterhin auf Tabellenplatz 2 und die Domstädter rutschten auf Platz 7. Die zweite Mannschaft des HC Burgenland trat am Samstag gegen den SV Friesen Frankleben an. Dabei konnten sich die Domstädter einen Sieg von 34 zu 41 sichern. Die Weißen Pfälzer des HV 91 waren am Sonntag gegen den SV Blaurot Coswig erfolgreich. Mit 38 zu 24 gab es keine Chance für die Gäste, die Partie herumzureißen. Die Saalestädter dominierten das ganze Spiel über deutlich. Bisher lief es für den Rot-Weiß-Weißenfels in der Volleyball-Oberliga noch nicht ganz so rund. Besserung sollte es für Rot-Weiß-Weißenfels am 28. Oktober gegen den USC Magdeburg 2 geben, um aus dem Tief herauszukommen. Die ersten drei Spiele haben wir leider verloren, da die Gegner für uns auch zu stark waren. Wir hatten mit Wittenberg den Regionalliga-Absteiger, wo wir gut gespielt haben, 3-1 verloren. Wir hatten die zwei Magdeburger Mannschaften, MLV und Reform Magdeburg. Wobei Reform wahrscheinlich der Staffelfavorit ist in diesem Jahr. Diese Mannschaft besteht aus ehemaligen Spielern der zweiten Bundesliga und dritten Bundesliga von den USC Magdeburg. Natürlich war da nicht viel zu holen. Heute haben wir wieder eine Magdeburger Mannschaft, die zweite von USC. Und wir wollen und müssen punkten. Im ersten Satz enteilten die Saalestädter den Magdeburgern und schlossen diesen mit 25 zu 17 ab. Der zweite Satz gestaltete sich mit 25 zu 23 schon knapper. Wir spielen seit 2010 in der Liga. Wir sind noch nie abgestiegen, haben auch noch nie auf einem Abstiegsplatz nach Saisonende gestanden. Unsere beste Platzierung war der zweite Platz und sonst sind wir noch Fünfter, Sechster. Satz 3 ging mit 25 zu 22 auch an die Weißenfelser. Das bedeutete 3 Punkte und lässt Rot-Weiß wieder nach vorn blicken. In der Floorball-Bundesliga gingen die Herren des UHC wieder einmal als Sieger vom Parkett. Kaufering unterlag im heimischen Halle mit 7 zu 10. Damit bleiben die Weißenfelser an der Spitze der Tabelle und Kaufering konnte sich trotz Niederlage von dem 8. auf den 7. Tabellenrang raufarbeiten. Auch der Nachwuchs des UHC Sparkasse Weißenfels war an diesem Wochenende erfolgreich. Zu ihrem ersten Großfeldspieltag in dieser Saison hatte die U15 des UHC die Floorfighters aus Chemnitz und die Red Devils aus Wernigerode zu Gast. Die erste Partie gegen die Red Devils gestaltete sich für die Saalestädter vergleichsweise entspannt. Die Roten Teufel hatten kaum eine Chance und konnten lediglich einmal ihr Rundes im Eckigen der Weißenfelser unterbringen. Die Weißenfelser machten das Dutzend voll. Ein klares Ziel für diese Saison gibt es für den deutschen Meister aber nicht. Ich möchte es eigentlich nicht so mit Ergebnis zielen. Das ist eine Altersklasse, wo der Spaß ganz, ganz wichtig ist und die Entwicklung im Vordergrund steht. Und wir sind einfach dann auch als Verein davon überzeugt, dass wenn wir eine gute Entwicklung nehmen und wirklich viel Wert darauf legen, dass die Spieler sich weiterkommen, viel lernen, dann kommt der Erfolg von ganz alleine. Aber es sollte nicht in der U13 oder U15 im Vordergrund stehen, Titel zu holen. Wenn sowas am Ende rauskommt, ist natürlich schön. Natürlich spielen wir auch dafür, aber viel, viel wichtiger ist die spielerische Entwicklung und der Spaß am Sport. Gegen die Floorfighters mussten sich die Weißenfelser dann mehr ins Zeug legen. Die Chemnitzer legten in den ersten beiden Dritteln jeweils vor. Doch ab dem zweiten Drittel zeigte sich, dass der deutsche Meister vom deutschen Meister trainiert wird. Am Ende hieß es 11 zu 2 für Weißenfels. Beide Spiele können Sie komplett auf unserem YouTube-Kanal anschauen. Mit Göttingen hatten die Wölfe einen schaffbaren Gegner im Haus. Doch leider wurde nichts aus dem zweiten Heimsieg. Die Göttinger waren immer um eine Balllänge voraus. Am Ende hieß es dann 84 zu 89 für die Gäste aus Göttingen. In der zweiten Bundesliga im Kegeln reisten die Langendorfer ersatzgeschwächt und mit nur 4 Stammspielern zu Semper Berlin. Mit 2 zu 6 Punkten ging die Partie noch glimpflich aus. Die beiden Bundesliga-Neulinge versuchten alles. Jens Krause hielt dabei noch gut mit und verpasste seinen Mannschaftspunkt nur knapp. Silvio Koch hingegen bekam den Klassenunterschied deutlich zu spüren und hatte gegen die Berliner zu keiner Zeit eine Chance. Eine Hoffnung besteht, zum nächsten Spiel sind endlich mal alle an Bord. Der SV Geiseltal Mücheln erlitt im Auswärtsspiel gegen Wolfsburg seine erste Saisonniederlage. Die Gastgeber nutzten ihren Heimvorteil und gewannen mit 5 zu 3 Punkten.
Der sechste Spieltag in der Verbandsliga bedeutete auch für den SV Fortuna Kainer und den SV Grün-Weiß-Kranschütz jeweils ein Auswärtsspiel. Kainer trat dem SV Etteritz gegenüber und erreichte mit einem 4:4 ein Unentschieden. Der SV Grün-Weiß-Kranschütz war zu Gast in Städten. Für die Kranschützer war es eine neue Bahn in Städten. Nur René Zemisch und Ralf Erfurt waren mit Hunmölzen schon einmal dort. So spielten Oliver Heinold und René Zemisch unbelastet auf und holten sich die beiden Mannschaftspunkte. Im zweiten Starterpaar konnte Lutz Kanold an seine sehr guten Leistungen aus der vergangenen Woche anknüpfen und holte sich ebenfalls den Mannschaftspunkt. So stand es nach zwei Bahnen 5:1. Lothar Fuchs und Ralf Erfurt mussten lediglich ihre ganze Routine ausspielen, denn sie benötigten nur noch einen Punkt, um den Vorsprung zu halten. Aber beide konnten ihre Leistungen nicht abrufen. Es war bis zur letzten Bahn spannend. Am Ende mussten sich die Kranschützer mit 5:3 geschlagen geben. In der Landesliga Staffel Süd verlor die erste Mannschaft der SG Welitz ihr Auswärtsspiel gegen den SSV Wolferode mit 6:2. Der SV Burgwerben erspielte gegen den Niedlebener SV seinen ersten Saisonsieg mit 2:6. Und die Partie VfB Groß-Görschen gegen Sangerhausen musste wegen technischer Probleme abgebrochen werden. Der Sport im BLK TV wurde Ihnen präsentiert von der Sparkasse Burgenlandkreis, Ihrem kompetenten Partner in allen Geldangelegenheiten. Sparkasse, gut für die Region. Mit dem Umstellen der Uhr auf die Winterzeit hat uns natürlich auch die dunkle Jahreszeit jetzt wieder voll im Griff. Und der November ist ja dafür bekannt, dass er trist und trüb daherkommt. Schauen wir mal auf die nächsten Tage, was Petrus so für uns parat hält. Hier unsere Wettervorschau. Am Mittwoch wird es in der ersten Tageshälfte bedeckt sein und es regnet mit leichter Intensität. Im weiteren Tagesverlauf zieht der Regen ostwärts ab, die Wolkendecke bleibt jedoch weitgehend geschlossen. Die Temperatur erreicht 10 bis 12 Grad, es weht dabei ein schwacher Wind aus Südwest. In der Nacht zum Donnerstag ziehen bei bedecktem Himmel wiederholt leichte Regenfälle vorüber. Erst ausgangs der Nacht sind bei nachlassender Niederschlagsneigung Auflockerungen möglich. Die Tiefsttemperatur liegt zwischen 9 und 7 Grad. Es weht ein schwacher Südwestwind. Am Donnerstag wird es nach Abzug letzter Regenfälle zunächst wolkig und niederschlagsfrei sein. Ab den Mittagsstunden erreicht erneut ein Regengebiet mit dichten Wolken von Norden her das Land. Die Maximaltemperatur liegt bei 12 bis 14 Grad. Der Westwind weht überwiegend mäßig und böig. In der Nacht zum Freitag zieht der Regen vom Tage südwärts ab und nachfolgend wird es bei gering bewölktem Himmel trocken sein. Der Westwind weht schwach bis mäßig und die Temperatur geht auf 9 bis 7 Grad zurück. Neben wolkigen Abschnitten kann sich am Freitag immer mehr die Sonne durchsetzen. Es werden nur vereinzelt Schauer erwartet. Die Tageshöchstwerte liegen bei 10 bis 12 Grad. Damit, liebe Zuschauer, sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ja, ich hoffe, das waren doch ein paar interessante Themen für Sie mit dabei. Und wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, zur nächsten aktuellen Sendung am Freitagabend. Ja, ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine schöne Woche, wenngleich die auch etwas kürzer diesmal ausfällt. Ja, machen Sie es gut. Bis zum Freitag. Tschüss.